Willkommen zu unserem nächsten Quick and Dirty Video Morbus Hodgkin. Und hier haben wir einmal den Hedgehog, also den Igel, der uns im Endeffekt daran erinnern soll. Und der sagt, ich bin ein Biber in Kur. B steht dabei für das B-Zell-Lymphom. Morbus Hodgkin ist ein B-Zell-Lymphom. Dann haben wir Kur für die kurative Intention, weil wir das meistens sehr gut therapieren können. Gut, hier der Klonhelm soll uns an die Monoklonalität der B-Zellen erinnern. Meistens haben wir dort im Endeffekt diese Hodgkin-Zellen, die umringt sind von T-Lymphozyten, und zwar in den Lymphknoten. Und diese Hodgkin-Zellen, die sehen, haben einen relativ großen Kern. Das Ganze, was wir dort sehen, ist nämlich Kern. Und dann gibt es eben einen prominenten Nukleolus. Das Zytoplasma nehmen wir gar nicht mehr wahr. Wie gesagt, sie sind so umringt von T-Lymphozyten, und dann gibt es noch die Sternberg-Reed-Zellen. Das sind im Endeffekt mehrere von diesen Hodgkin-Zellen aneinander gebappt, und die sind eben auch noch wieder von T-Lymphozyten umrahmt. Und hier die Sterne als Erinnerung an Sternberg-Reed. So, jetzt kommt es zu ein paar Veränderungen, und zwar was die Zellkonzentration im Blutbild angeht. Wir haben nämlich Eosinophile, die im Endeffekt raus ins Blut gedrängt werden, und wir haben Lymphozyten, die mehr rein in die Lymphknoten gehen und weniger im Blut vorhanden sind. Zumindest kann man sich das so ganz gut vorstellen, dass im Endeffekt diese T-Lymphozyten huldigen diesem Sternberg-Reed, ja, wollen alle aus dem Blut ins Gewebe hinein, und die Eosinophilen werden quasi als Minderheit so ein bisschen weggedrängt. So, dann sagt Sternberg-Reed, um sich das zu verdeutlichen, huldigt mir, dann bin ich gnädig. Es ist nämlich so, wenn wir viele von diesen Lymphozyten im Endeffekt in den Lymphknoten finden, dann ist die Prognose eher gut. Wenn wir weniger finden, ist die Prognose eher schlecht. Es gibt Zweitmalignome nach Therapie. Das als Komplikation nehmen wir hier schon mal vorweg. Zum einen Schilddrüsenkarzinome, zum anderen sind es Mammakarzinome, die relativ häufig sind. Klassifiziert wird Morbus Hodgkin wie sehr viele Lymphome nach der Ann Arbor-Klassifikation. Hier einmal Arbok, die Schlange von, wer sich an Pokémon erinnert, der weiß, wovon ich spreche. Und im Endeffekt ist es da immer so, dass wenn es sich auf einen Lymphknoten und einen Manifestationsort beschränkt, dann spricht man von einem Arbor 1. Wenn das Ganze mehrere Lymphknoten sind, aber immer noch, oder mehrere Manifestationsorte, aber immer noch in der einen Seite der Zwerchfellhälfte, dann ist es ein Arbor 2. Und wenn das an der anderen Seite des Zwerchfells ist, dann sind es im Endeffekt, ist es ein Arbor 3. An Arbor 4 wäre es, wenn es ein extralymphatisches Organ befällt, zum Beispiel die Leber. Milz gehört zum Beispiel immer noch zu den lymphatischen Organen. So, entsprechend dieser Klassifikation können wir jetzt therapieren. Bei An Arbor 1 und 2 machen wir das ABVD-Schema. Adriamycin und so weiter und so fort. Im Endeffekt reicht es, denke ich, wenn man sich das Akronym merkt. Dann haben wir eine Bestrahlung. Hier können wir immer bestrahlen, wenn wir nur ein paar Herde haben. Und dann gibt es für An Arbor 3 und 4 das BOCOP-Schema. Wichtig dabei, O ist Oncovin, also Vincristin, und sonst kann man sich das mit dem O nicht herleiten. Und man gibt auch Prednis, das ist auch eins der Ps, das kann man sich vielleicht merken. Genau, und im Endeffekt ist es so, dass es da schon systemisch ist, kann man im Endeffekt nur Reste bestrahlen. Man könnte jetzt nicht auch noch alle Herde bestrahlen. Das heißt, nur wenn nach der Chemo Reste bleiben, werden die dann bestrahlt. Und um das Ganze vernünftig zu stagen und zu schauen, wo überall Herde sind, machen wir im Endeffekt ein CT, ein Sono und eine Knochenmarkspunktion. Wenn da dann sich was finden würde, wäre das dann auch schon an Arbor 4. Wenn das Ganze alles nicht funktioniert, dann kann man als bei Therapieversagern immer noch eine autologe Stammzelltransplantation machen. Alles klar, das war's zum Morbus Hodgkin. Heute was länger. Bis zum nächsten Mal.